sind sie über die rechte Seite gefährlich geworden. Nein, über die linke, pardon. Meilinger und Schicker immer wieder. Ja, hier sehen wir das eben. Es ist eben so sehr schön herausgespielt. Aber in der Mitte gibt es eben nur die eine Option. Und hier haben wir das Gleiche wieder. Diesmal Marco Meilinger. Genau. Und seine Flanke, es ist eben schwierig, weil niemand im Strafraum wirklich ist, der gefährlich wird. Wer könnten denn da die Alternativen sein? Heinz Fuchsbichler hat auch schon angekündigt, dass Gartler vielleicht nicht die ganze Spielzeit durchhält. Doch die Spanier. Ja schon, aber dann besser... Mit der Brechstange probiert, aber da hat gar nicht so viel gefehlt. Ja, der Schuss rutscht ihm etwas über den Riss, so dass er eben dann die Drehung bekommt, weg vom Tor. Aber ansonsten, ja, kein schlechtes. Nämlich wieder über die linke Seite, wieder was Schicker und in der Mitte Gartler und da war es dann ganz knapp. Ja, super gespielt, also das war auf alle Fälle die beste Aktion der Rieder. Aber wie gesagt, es wäre eben für den, der den letzten Pass oder die Flanke spielt, etwas einfacher, wenn er eine zweite Option hätte. Hier hat er wieder nur die eine und der geht eben ein paar Zentimeter am Fuß vorbei von... Wir schreiben die 52. Spielminute und wieder ist es René Gartler, der zuschlägt. Der Torgarant, der neue Torgarant. Der Innviertler hat damit jetzt 5 von 8 Rieder Pflichtspieltreffern erzielt. Jetzt ist es einmal schnell gegangen über die rechte Seite. Schöne Flanke und da verschätzt sich der Routinier Sevlakov, aber gänzlich. Auch hier keine Attacke an Mario Reiter und René Gartler lässt sich diese Chance nicht nehmen. Die Innviertler führen mit 1:0. Hat sehr, sehr unglücklich ausgesehen, diese Aktion. Arne Lacic von der 16er Linie und da gibt es die gelbe Karte und das muss gelb-rot sein, richtig. Für Varshinyak. Der Linksverteidiger damit jetzt auch noch draußen. Jetzt momentan ist diese 61. Minute vielleicht Gold wert. Ja, die Hand war schon angeschossen, aber sie war auch nicht ganz angelegt am Körper. Vielleicht gelb-rot zu viel. Aber er hat so entschieden, in diesem Fall aus rot-weiß-roter Sicht. Nimmt man diese gelb-rote und den Elfer natürlich dankenderweise an. Bin schon gespannt, wie auch Herbert Boaska dann diese Situation bei Bernhard Stöhr analysiert. Jetzt aber alle Augen auf ihn, auf Arne Lacic. Der hat schon getroffen. Im ersten Europacup-Spiel dieser Saison auswärts durch einen Elfmeter. Arne Lacic gegen Dusan Kuciak. Jawohl! 2:0 in der 62. Spielminute. Arne Lacic. Wie in Soligorsk, so traf er auch jetzt vom Elferpunkt. Eiskalt. Der Torhüter hat sich früh bewegt und Arne Lacic macht's mit dem rechten Fuß ins linke Eck und schießt momentan seine Elf und Thomas Gebauer in die Glückseligkeit. Wachsam und der Mann mit den Streifen hat zugeschlagen. Unnötig dieser Gegentreffer. Der Routinier, der einst auch beim HSV gespielt hat, Daniel Ljuboja, hat getroffen. Mit dem Hinterkopf hat er den Ball leicht abgescherzelt. Ja, da sind wir zu spät gekommen. Thomas Reifelshammer dahinter. Das wäre sein Mann gewesen. Unnötig dieser Gegentreffer. In Minute 84 der 33-Jährige. Eigentlich Mittelstürmer. War auch der beste Saisontorschütze. Nicht mehr damit gerechnet. Er wird immer länger. Er löst sich. Ja, da hat er nicht gut ausgesehen, Thomas Hinum. Sich ja gänzlich verschätzt, aber auch Thomas Reifelshammer. Jetzt müssen sie sogar
wirklich...